willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte heute mit euch ein Aquarium oder besser gesagt eine Meeresszene machen, die unter Wasser ist, ohne Wellen und sowas. Und ihr seht, ich habe hier meine Kiste und habe da mir die Sachen reingelegt, die ich da verwenden möchte und zeichne mir da jetzt gerade mit meinem Bleistift ein bisschen die Stellen an, wo meine Sandbänke sein sollen, mehr oder weniger. Also die im Hintergrund. Ich habe das Tablett weiß gestrichen innen mit Acrylfarbe, damit die Farben einfach ein bisschen besser rauskommen. Hier seht ihr, da mache ich so die Striche ungefähr, Pi mal Daumen, wie ich das gerne hätte. Und es ist ganz gut, wenn man das hingelegt hat, ein Foto davon macht, wie es dann letztendlich aussehen soll, weil ich musste da doch sehr oft nachschauen, einfach um zu sehen, wo ich das, bei welches hin tun will. So, jetzt habe ich hier das Brett mit Malerkrepp unten abgeklebt, dass mir das Harz da unten nicht rausläuft, weil ich weiß ja nicht, ob das dicht ist oder nicht. Ich habe mir also mein Resin angerührt und habe hier Vogelsand, ganz normal Vogelsand für die Käfige und fülle mir da jetzt ein bisschen ab, damit ich diese Sandbänke machen kann. Das ist so ein Viertelbecher, viel braucht man nicht, je nachdem wie viel Sand man einfach da rein tun will. Und dann mische ich da einfach ein bisschen Harz rein, immer nur ein bisschen, weil ich möchte nicht, dass das zu flüssig wird und mir dann wegschwimmt. Es soll schon da bleiben, wo ich es hingetan habe. Ich werde immer wieder ein bisschen Harz dazugeben während des Umrührens, weil das war viel zu wenig. Aber das sieht man dann erst, wenn man es rührt. Und ich habe hier auch noch eine braune Farbe, die ich auch noch damit rein tue. Das ist die Farbe Kaffee. Um einfach das ein bisschen abzutönen. So, und jetzt verteile ich mir den Sand mit dem Harz. Ihr seht, das ist sehr, sehr dickflüssig. Und das war einfach auch so beabsichtigt, damit es mir eben nicht davonläuft. Jetzt verteile ich das auf den Stellen, die ich mir vorher markiert habe. Und es ist ganz gut, wenn man sich vorher im Klaren ist darüber, welches Bild es am Schluss abgeben soll. Und ich habe mir davon ein Foto gemacht, wie ich das ungefähr haben möchte. Das ist dieses Foto. Und ich musste da wirklich oft schauen, wie ich das denn eigentlich geplant hatte. So, jetzt habe ich hier meine Muscheln und meine Pflanzen und meine Korallen und Fische und das ganze Zeug, was ich mir vorher gegossen hatte, lege ich mir jetzt da rein und schaue auch immer wieder nach, wie das auf dem Foto ausgesehen hat. Ich lasse euch da einfach mal zugucken. Jo. Hier habe ich jetzt ein Stück Koralle, wo ich so eine Pflanze oder so eine Korallendings vorher schon mit UV-Harz draufgeklebt habe, damit es einfach da, dass ich da dann später einen Fisch drunter machen kann, damit das ein bisschen mehr 3D aussieht. So, also dass der Fisch unter der oder hinter der Pflanze ist.
So, ich habe hier UV-Harz, damit werde ich jetzt die Fische ankleben, damit die mir nicht hochschwimmen können. Und auch noch ein paar kleine Korallen, nicht Korallen, ein paar kleine Muscheln und Schnecken auf den Korallen festkleben, dass die auch nicht verschwinden können. Denn wenn ich das Harz da reingieße, kann es sein, dass sich das bewegt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das genau an der Stelle bleibt, wo ich das hingetan habe. Ja, einfach zu schauen. Mit dem Festkleben bin ich jetzt fertig. Das ist die erste Schicht, das ist also der Hintergrund und jetzt gieße ich mein Wasser da rein. In einer ganz dünnen Schicht eigentlich nur. Erst hier vorne, das ist der Vordergrund, da werde ich ein bisschen helleres, also habe ich ein bisschen weniger Farbe genommen und das werde ich dann auf der hinteren, also auf dieser zweiten oberen Hälfte. Oder besser gesagt, hier auf der unteren Hälfte dann noch ein bisschen dunkler einfärben. Ich hoffe, ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen. Je nach Schicht kommt da noch was dazu. Und ich hoffe, dass das dann einen tollen 3D-Effekt gibt. Und wie ihr seht, dadurch, dass der Sand so zähflüssig ist, bewegt er sich kein Stück weg von da, wo ich ihn hingetan habe. So, hier könnt ihr jetzt gleich sehen, dass ich hier dunklere Farbe habe. Das ist dasselbe Blau, nur habe ich da einfach mehr Farbe ins Wasser reingerührt. Also ins Harz, nicht ins Wasser. Und man sieht schon den Unterschied, ne? Also, ich hoffe, dass es nicht zu dunkel wird, dass man dann später die Fische auch noch erkennen kann. Aber das ist mein erstes Mal, dass ich sowas mache. Deswegen, jo, ich hoffe, dass es funktioniert. Thank you.
So, die zweite Schicht ist jetzt soweit. Ich habe das wieder dunkler gefärbt und das vorne rum soll eigentlich heller werden. Ich überziehe jetzt den hinteren Teil, die Fische und alles mit dunklerem Harz. Ich lasse das einfach mal laufen für euch. Leider habe ich die Schildkröte obenrum mit Sharpie angemalt und der blutet da leider aus. Ich muss mir da was einfallen lassen, ich weiß zwar noch nicht was, aber ja, mal schauen, wie es wird. So, jetzt kommt der Vordergrund dran und ich habe mir eingebildet, das ist viel heller wie das hintere, aber irgendwie kommt mir das dunkler vor. Jo, ich gehe halt mit dem Flow und mache das Beste draus und versuche das auch ein bisschen zu überziehen. Ich habe dann auch noch ein bisschen klares Harz, was ich da dann reinschütte vorne, einfach um das ein bisschen aufzuhellen. Ich rühre da jetzt ein bisschen drin rum, nachdem ich dieses klare Harz da reingerührt habe und versuche das einfach optisch ein bisschen aufzuhellen. Ich werde auch die nächste Schicht, die ich dort drauf gieße, die wird nicht viel Farbe haben, also ganz, ganz wenig Farbe, einfach damit das im Vordergrund dann besser sichtbar bleibt. Hier tue ich die Details noch ein bisschen mit dem Restharz, was in meinem Messbecher ist, überziehen. Einfach damit es nicht verschwendet ist. Dann natürlich obligatorisch die Bläschen rausbrennen mit dem kleinen Gasbrenner. Und ich habe dann noch so die eine oder andere Sache, die ich da noch drin verteile. Muscheln und so weiter. Aber in dieser Schicht passiert eigentlich so viel auch nicht, weil ich erst dann noch eine oder zwei Schichten drauf mache, bevor ich dann wirklich noch Fische drauflege, weil ich möchte, dass da ein signifikanter Unterschied in der Tiefe ist zwischen den Fischen im Hintergrund und denen, die dann im Vordergrund sein sollen. Ich verteile jetzt hier noch ein paar Muscheln und an den Stellen einfach, wo mir das ein bisschen nackig aussieht. Thank you.
So, und so sieht es bis jetzt aus. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe ja da diese ausgelaufene Tinte, die oben ist, bei der Schildkröte, und da werde ich das jetzt ein bisschen mit verstecken, mit so einem Meerjungfrauenschwänzchen. Das mache ich da jetzt mit UV-Harz fest, damit das bleibt, wo es ist, wo ich es haben will. Und das tut hoffentlich diese ausgeblutete Farbe verdecken, etwas, hoffe ich. Und dann klebe ich jetzt noch meine Fischli auf und jo, also das mache ich alles mit UV-Harz, eben, dass das da dort bleibt, wo es ist. Ich lasse es einfach mal laufen. So, und bei den Fischen, die da diese schwarzen Streifen haben, auch diese schwarzen Streifen habe ich mit diesem Sharpie angemalt damals. Und die werden auch ausbluten, und ich versuche das einfach zu verhindern, indem ich obendrauf UV-Harz mache, dass das andere Harz einfach mit der Farbe von dem Sharpie nicht mehr in Verbindung kommt, und hoffe, dass das nicht ausblutet. Ich hatte mir da jetzt überlegt, wenn diese Schicht halb hart ist oder sagen wir mal so 2 Stunden alt ist oder so, dass ich da vielleicht versuchen könnte, platzierte Luftblasen zu machen. Und zwar genau da, wo ich sie haben will. Das werdet ihr ja hier auch gleich sehen. Ich habe hier also eine Spritze, da ist nichts drinnen, nur Luft. Und versucht da jetzt eine Blase reinzumachen. Wie ihr seht, also das Harz ist ziemlich fest und es zieht sich also nicht mehr zusammen. Das heißt, es kann die Luft nicht mehr einschließen. Ich habe es halt trotzdem nochmal probiert, aber entweder muss man das früher machen oder das funktioniert so nicht. Ich werde das aber mal noch weiter austesten. So, für diese Schicht habe ich mir jetzt ein bisschen ganz, ganz, ganz leicht grün gefärbtes Harz gemacht. Also in diesem ganzen Becher waren vielleicht 3 Tropfen grüne Farbe drin, also wirklich, wirklich wenig. Und jo, ich verteile das jetzt noch ein bisschen. So, und so sieht das Ganze bis jetzt aus. Wir kommen zur letzten Schicht. Das ist ganz ungefärbtes Harz. Und das sind über 200 Gramm für den ganzen Becher da. Und ja, das ist relativ viel und das Teil wird auch sehr schwer. Ich muss mir dann überlegen, wie am besten ich das aufhänge. Jo, und ich lasse ein bisschen laufen und dann zeige ich euch noch ein paar Close-ups. Und dann wären wir fertig. Thank you.
So, es sind irgendwie 18 Stunden später und meine Meereslandschaft ist trocken, endlich. Jo, jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten, die ich machen möchte, damit es einfach einen guten Abschluss kriegt. Und jo, dann ist es fertig zum Aufhängen. So sieht es jetzt aus. Ich grundiere da jetzt noch die sichtbaren Kanten mit weißem Lackstift. Ich habe erst versucht, nur Silber drauf zu machen, aber das hat das Holz nicht so abgedeckt. Deswegen mache ich das jetzt erstmal in Weiß und wenn das trocken ist, dann in Silber. Ich werde das außen dann noch mit hellblauer Farbe anmalen und einen silbernen Rand auch auf die Außenseite malen. Da zeige ich euch jetzt am Schluss dann noch Bilder davon. So sieht es jetzt von vorne aus. Ich habe noch ein paar Impressionen von dem auch in der Sonne und ja, ich bin fertig und ich bin wirklich froh, dass das jetzt abgeschlossen ist. Wenn euch mein Video gefallen hat und ihr mehr sehen möchtet von mir, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder vielleicht sogar ein Abo. Ein Daumen hoch freut mich natürlich auch. Drückt auf die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Ciao, bis zum nächsten Mal.